Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Star Wars Knights of the Old Republic. Hier auf Malachor 5 mit Nia. Okay. Schauen wir mal, was hier so passieren wird. Aha, ein Empfangskomitee. Sie bitten uns herein. Was anderes bleibt dir nicht übrig. Und ansonsten hätte ich sie zerfetzt, hätte ich sie. Nun denn. Ja, was ist nun los? Wenn du das siehst, hatte der General recht. Die Sith schlagen vom Friedhof auf Malachor 5 zu. Das Schiff, auf dem der Sith-Lord war, gehörte zu den Schiffen, die im letzten Kampf beschädigt wurden. Wenn du die Oberfläche von Malachor erreichst, kannst du den Schattengenerator ausschalten, falls es noch genug intakte Schiffe im Orbit oder auf der Oberfläche gibt. Übertrage diese Sequenz, die ich in deinen Speicher lade, auf den Kern jedes Schiffes, das du auf Malachor findest. Wenn meine Berechnungen stimmen, reichen 4 Schiffe, um den Schattengenerator zu starten und den Schaden auf Malachor 5 zu beseitigen, den ich angerichtet habe. Sobald die Sequenz initialisiert wurde, kann sie nicht angehalten werden. Also schaffe den General vorher vom Planeten, sonst ist es zu spät für einen Rückzug. Ich weiß, dass deine Waffensysteme schwach sind und ich weiß nicht, was dich dort erwartet. Versuche, jeder möglichen Bedrohung auszuweichen. Folge deiner Programmierung. Müssen wir jetzt nicht dein Ernst... Warte mal. Baudur hat dir als Remote befohlen, den Schattengenerator zu aktivieren und damit die Schäden am Malachor 5 zu beheben. Mit den Codes auf deinem Speicherkern musst du 4 aktive Antriebskerne finden, die unter der Kruste des Planeten begraben sind und mit Baudurs Schattengenerator. Nee, oder? Oh mein Gott, ist das euer Ernst? Ich hoffe, die Viecher sind tot, die ich umgebracht habe. Tatsächlich. Das sind diese Dinger. Okay. Zeig mal. Keine, nur diesen Standardplaster. Ja, super, habe ich mir gedacht. Stufe 1. Ich hoffe, ich speichere schnell mal ab, sicher, sicherheitshalber. Ich hoffe, dass ich alle von diesen komischen Viechern gekillt habe. Okay, ich hoffe, ich glaube, das sind einfach diese republikanischen Schiffe, die ich da gefunden habe. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr. Das scheint da nicht so schwer zu sein. Wenn hier nichts mehr ist. Okay, wir sind richtig. 4 Stück müssen wir finden, ne? Genau. Okay, sind immer noch richtig. Hey, ich schwöre, wenn hier nur eins von diesen Viechern kommt, der schlägt uns doch mit einem Schlag kaputt. Ungelogen. Also wenn wirklich keins von den Viechern kommt, dann ist alles okay. Dann haben wir Glück gehabt. So, zum Glück haben wir mit Nia alles erforscht. Ja, 51%. Fehlen noch 2. Ich hoffe, die sind alle wirklich gekennzeichnet auf der Karte. Und dass wir nicht noch irgendwie hier groß rumfliegen müssen, um den letzten zu finden. Jetzt gehen wir in den nächsten Bereich. Das war relativ einfach, muss ich zugeben. Ja, hier und dort ist der letzte. Sehr schön. Na gut. Stell dich mal vor, ich wäre mit Nia hier einfach nur durchgerannt. Und hätte die Hälfte nicht erforscht. Dann wären wir total im Arsch gewesen.
73%. Die Erfahrung, die kann ich jetzt auch nicht mehr gebrauchen. Obwohl, die kriegt, glaube ich, mein Charakter, mein eigener auch noch selber. Der Nier. So. Und jetzt zur letzten Station. Mhm, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich hoffe, hier ist nirgendwo mehr einer. Und hier ist der letzte. Sehr schön. Gut. Wenn du das hörst, ist die Sequenz komplett. Nach der Aktivierung wird Malakor zerstört. Ja. Ich habe noch einen Befehl für dich. Du musst bleiben und dafür sorgen, dass gefeuert wird, sobald der General das Signal gibt. Sonst war alles, wofür wir gekämpft haben, umsonst. Du hast alles erledigt. Dafür wurdest du gebaut. Und dafür danke ich dir. Es kommt diese Missgeburt. Wie rührend. Die Wahrscheinlichkeit war hoch, dass der Iridonianer weitere Befehle in deinem Kern speichert. Und ich sehe, dass es sich geirrt hat. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Gleiche tue, genauso hoch. Deine Unfähigkeit, dich zu bewegen, beweist das. Wenn der General den Befehl gibt, werde nur ich ihn erhalten. Du weißt, dass ich es dir, euch, nicht erlauben kann, den Schattengenerator auf Malakor zu aktivieren. So ein Bastard! Damit sich deine und meine Programmierung. Da du über keine nennenswerten Offensivwaffen verfügst, wird deine Programmierung die meine wohl kaum überschreiben können. Du musst verstehen, dass der General die Relikte der Sith-Stärke hier auf Malakor nicht gefährden will. Ihre Anwesenheit ist wichtig für die Stabilität der Galaxis. Ohne sie würde bald Anarchie in der Galaxis herrschen. Und wenn es etwas gibt, das ich nicht ausstehen kann, dann ist es Unordnung. Also warten wir, du und ich, hier auf die Befehle des Generals. Und das Schicksal der Galaxis wartet auf uns. Wenn der Verbannte die Akademie betritt, muss er eine Entscheidung. Erweist ihm allen Respekt, wenn er in diesen Hallen eintrifft, Lord Saiyan. Das ist ein Befehl. So, allen Respekt sollen sie uns erweisen. Will ich doch hoffen, dass sie das auch wirklich machen. Ups. Bastard. Er wusste halt nicht, mit wem er sich anlegt, könnte man jetzt sagen. Spiel speichern noch schnell. So. Also. Ein leichtes für uns. Wie groß ist denn diese Akademie hier oder was auch immer das hier sein soll? Oh, die töten mich! Oh, verdammt, jetzt habe ich echt nicht geguckt. Also nochmal. Nein, zum Glück habe ich gespeichert. Scheiße. Nicht mal aufpassen. Also. Ich glaube, ich erledige die doch lieber so. Und los. Genau, das geht gut. Jetzt am besten noch so. Los, los, los.
Komm schon! Wow. So, und das sollte jetzt gehen, aber... Heieiei, meine Fresse. Die hauen ja... Also Schaden machen die hier richtig böse. Das muss ich zugeben. Das hebe ich mir mal für den Kampf auf. Oh. Gut, weiter geht's. Da, 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 da. Hoppla. Ich wollte euch nicht stören. Komm schon. Oh, die machen einfach richtig böse Schaden. Das ist einfach so. Meine Fresse. Okay, warte mal schnell. Und du noch, du Bastard. Versuchsgelände. Okay. Wer weiß, was uns dahinter erwartet. Genau, das meine ich. So. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, Laserschwertwurf bringt nicht wirklich was. Was? Was hat die gesagt? Yes, Level up. Boah, die bringe ich. Das war jetzt cool gewesen. Fähigkeiten. Kräfte. Gibt's noch irgendwas, was ich gebrauchen könnte hier vielleicht? Nicht wirklich, gell? Na, es lohnt sich euch nicht mehr, irgendwas neu anzufangen. Glaube ich zumindest. Ja, nee, wiederbeleben ganz sicher auch nicht. So. Na gut. Einfach mal so ein guten Schwertkristall. Na gut. Psst.
keine Chance gegen mich. Sehr schön. Boah, ey. Keine Ahnung. Ja, ist gut. Das ist echt nicht ohne hier drin, das muss ich ernsthaft zugeben. Oh, da sind wir. Ja, übertreibt! Aber kippen alle um wie die Ameisen. Ich weiß natürlich überhaupt nicht, wo ich hingehen muss. Ey, hier sind 1 Million Räume. Nun gut. Hier scheint auch nichts mehr zu sein. Oh nö. Ja, nee. Ist klar. Komm schon! Nein, 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 nein! Warte, warte, warte. Medikit. Den schaffe ich ja wohl noch. Boah! Ikit, ikit, ikit. Boah, von 525 habe ich von denen. Ja, ist gut. Ja, da muss ich mir jetzt keine Sorgen mehr machen. So, kümmere ich mich jetzt noch schnell um die anderen. Dich habe ich und der dich letzten auch noch. Schwächling. Nein, 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 nein! Oh, verdammt! Nein, das ist einfach zu krass. Oh nö, alles von vorne nochmal. Oh, scheiße. Oh, ich muss echt aufpassen. Ohne Scheiß. Oh Gott. Das kann aber ruhig ein bisschen schneller gehen hier. So, hier, ihr und ihr auch. Kommt mal alle her. So. Wir sind hier lang gelaufen, ne? Ja. Sehr schön. Das ist echt nicht so ohne. Also die Schaden machen die richtig, richtig gut. Aber das war cool. Das müsst ihr schon zugeben. Psst.
sind wir wieder hier oben. Schnell mal heilen. Wir sind halt auch nur allein. Das darf man halt auch nicht unterschätzen. Bastard, das dauert richtig viel. Okay. Oh, das ging flott. Komm, ich speichere trotzdem jetzt nochmal hier schon. So zur Sicherheit. Okay, jetzt sind wir gleich wieder da, wo wir vorher waren. Bastard. Schon wieder gerettet. Oh, jetzt regt's mich auf. So. Jetzt geht's hier in die Räume rein. Hallo. Uiuiuiui. Ja, nee. Oh, was für Schwachköpfe hier manchmal. So. Hier waren die jetzt dran gewesen. Gut. Und der letzte. Sein Sith Lord soll das sein. Dann bin ich von diesem Sith Lord aber ganz schön enttäuscht. Speichern mal. Man weiß nie, ob plötzlich irgendwie hinter irgendeiner Tür jetzt plötzlich Darth Sion oder so wartet. Das wär's noch. So, Medipack. Oh Gott, wie viele sind denn das? Komm schon. Oh. Komm schon. Oh, der Bastard! Heieieiei. Yes.
Komm schon. Oh, bis der mal was macht. Oh. Hey, 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 hey. Hey, manchmal, ohne Scheiß, diese... So. Oh, wir sind raus. Akademie, nee, Akademie. Stand da nur KD oder? Ach, ich weiß nicht, was da stand. Okay. Ja, gut. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen schweigsam bin, aber es ist echt anstrengend zum Teil. Also ein bisschen nervenzerreibend, weil ich speichere schnell ab. Man weiß halt wirklich nie, wann man hier plötzlich stirbt. Und es ist halt echt, ich finde es halt echt ein bisschen anspruchsvoll hier. Also es ist ja cool, ne? Ist ja genau mein Ding eigentlich. Sehr schön. Okay. Der Raum scheint... Ah, das lädt je nachdem, wo man gerade ist. Ihr seid gekommen, um zu sterben. Oh. Genau wie die Jedi vor euch. Dieser Planet ist euer Grab. Sie denkt, ihr solltet verschont bleiben, auf das ihr leidet. Ihr werdet zerbrechen. Und dann werdet ihr sterben. Warum sie sich mit euresgleichen abgibt, werde ich wohl nie verstehen. Genug der Drogen. Seid bereit zu sterben. Ich bin bereit. Viele Jahre habe ich darauf gewartet, auch den letzten von euch Jedi zu fällen. Nur einer kann meinem Meister dienen. Okay, ich hoffe... Ja. Machen wir das erstmal so, bis nicht mehr geht. Und los geht's. Lass uns kämpfen, Saiyan. Jetzt erkennt ihr die wahre Macht der dunklen Seite. Solange die dunklen Orte dieser Welt in meinen Narben pulsieren, kann ich nicht sterben. Solange ich lebe, werde ich euch jagen, bis ihr nicht mehr entkommen könnt. Weiter. Steht er wieder auf? Ihr seid stark. Vielleicht hatte sie recht, was euch betrifft. Aber ihr könnt mich nicht töten. Das weiß sie. Vielleicht sterbt ihr nicht, aber sie hat keine Verwendung für Verräter. Solltet ihr sterben, hat sie keine Wahl, als mich an ihrer Seite zu dulden. Ich werde meine Ausbildung wie geplant abschließen. Lasst euch nicht von ihr täuschen und hört auf, euch selbst zu täuschen. Bla bla bla. Kämpft oder stirbt. Wie oft muss ich den denn töten? Ey, der liegt schon wieder. Ich bin immer noch stark genug, euch aufzuhalten. Die Macht ist stark in den schreienden Schluchten Malakors. Ich kann 100-mal sterben und werde doch wieder aufstehen. Stärker denn je.
Genau dann, also nochmal. Eieiei. Jetzt ist er besiegt. Ich kann nicht sterben. Ihr seid gefallen und ihr seid tot. Ihr müsst es nur noch zugeben. Warum hat sie euch gewählt? Wie kommt es, dass ihr mich besiegen könnt? Hier. Es ist einfach. Ich war wie sie gezwungen, ohne Macht zu überleben. Das respektiert sie. Ich habe euch geschlagen, seht es endlich ein und gebt auf. Ihr habt mich besiegt. Fleisch und Glauben liegen da nieder. Kreia, sie wird versuchen, euch zu brechen, um euch zu zeigen, wie weit man fallen kann. Ihre Schwäche seid ihr. Sie hat all das, alles nur für euch getan. Nun kann ich diesen Ort verlassen. Endlich. Tot ist er. Sein Lichtschwert, die Robe eines dunklen Jedi. Interessant, zeig mal sein Lichtschwert. Ist das stark? 3 bis 21. Ah, das ist das, was ich ausgewählt habe. 3 bis 21. Nee, ist nicht so stark. Da ist meins besser. Ich bin sowieso Motherfucker, was das betrifft. Was Stärke betrifft. Also, ich speichere jetzt nochmal ab, da wir den ja besiegt haben. Werden wir uns jetzt wahrscheinlich zu Kreia oder darf Treya machen. Uiuiui, wir sind da. Schnell hochheilen. Sehr schön. Endlich seid ihr hier. Hat sich Malachor verändert? Ich komme, um euch zu töten, Kreia. Ich weiß. Aber in dieser Galaxis gibt es mehr als nur den Tod. Ihr werdet es nicht einfach haben. Es war nicht leicht, euch herzulocken, aber es musste sein. Hier findet eure letzte Prüfung statt. Hier am Friedhof der Vergangenheit, wo ihr alles verloren habt. Am dunkelsten Fleck eurer Gedanken, der noch immer nach bitterem Versagen schmeckt. Nun werden wir sehen, ob ihr die Last Malachors überwinden könnt und die Echos verstummen lasst, die von seinem Herzschlag ausgehen. Dann beenden wir es. Interessant. Ich denke, ich werde stark genug sein für die. Ja. Du wagst es. Komm schon, die hält sich nur wieder hoch, die blöde Kuh. Schlag zu! Stirb! Ah, sehr gut. Und so fällt dann der Meister. Dann beendet es. Tötet mich. Tötet mich und macht allem endlich ein Ende. Es ist mir ein Vergnügen. Ihr seid stark. Aber ihr müsst das wahre Ausmaß eurer Stärke erst noch begreifen. Leute, ich muss mich mal hochheilen irgendwie. Hochheilen. Stopp. Hochheilen. Kann ich bei den Todesweg machen? Bitte? Ja. Nein, nein, zurück, zurück. Oh, Alter, was bringt es mir denn, gegen 1 Million Lichtschwerter hier zu kämpfen? Das geht's. Ich bin schneller als die. Okay, jetzt nochmal das schnell. Und jetzt das. Jetzt geht's ab, Leute.
Los geht's. Bam! Es ist vollbracht. Endlich ist es vollbracht. Nie habe ich einen besseren Schüler. Wenn ihr mich hier tötet, verschafft ihr mir mehr Genugtuung, als ihr euch vorstellen könnt. Stolze Worte, und jetzt stirbt alte Frau. Jetzt fällt sie einfach um. Der Kern dieses Planeten wird euer Grab sein. Dann wollen wir mal sehen, ob Malakor euren Körper annimmt, alte Frau. So, meine lieben Freunde, das war Star Wars Knights of the Old Republic 2, The Sith Lords. Ungefähr, wie viele Parts? 44, 45 Parts? War für mich eine Ehre, dieses Spiel zu spielen, war ein super Spiel gewesen. Ein Spiel aus meiner Kindheit, was ich noch in sehr guten Erinnerungen hatte. Ist genauso gut, wie ich es dann noch, wirklich noch im Kopf hatte. Ja, auch mit einigen Aufnahmeschwierigkeiten, die ich hatte während der Aufnahme. Ein paar Parts, also ein paar Teile sind immer mal gelöscht worden. Und da das Spiel immer abspeichert und man nicht zum letzten Speicherpunkt, also vorletzten Speicherpunkt zurückkehren kann, waren die natürlich leider weg. Und das, ja gut, zwei, drei Mal ist das passiert. Das ist ja nicht so schlimm. Aber sonst, das Spiel war echt gut. Wirklich, wirklich gut. Ich werde sogar wahrscheinlich den ersten Teil nochmal let's playen. Der ist nämlich mindestens genauso gut. Und ja, aber jetzt schaue ich erstmal, wie es weitergehen wird. Und ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Mir hat es mega Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet auch zu den anderen Projekten ein. Und bis dahin, haltet die Ohren steif, Leute, und einen schönen Abend.